herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Eigentlich wollte ich mich ja heilen gehen, aber da gab es zwei Wege, die man nehmen konnte. Und ich habe mich wohl anscheinend für den falschen entschieden. Die führten parallel durcheinander, also die haben sich gekreuzt. Das heißt, es war pures Glück, welchen Weg man nehmen konnte. Welcher Weg richtig war und welcher falsch. Und ich habe mich leider für den richtigen entschieden, weil ich, wie gesagt, eigentlich heilen gehen wollte. Jetzt müssen wir diesen Kampf hier noch mitnehmen. Positives in dieser Arena bislang sehr abwechslungsreich. Also wir hatten einen Pumentas, wir hatten einen Palimpalim, wir hatten einen Kadabra, wir hatten einen Meditalis, wir hatten einen Starmie. Also die mit Abstand abwechslungsreichste Arena bislang in diesem Spiel. Und wir sind tot. So, jetzt haben wir ein großes Problem. Was machen wir jetzt? Ataria ist halbtot, Carpets und Amalda sind tot. Deswegen wollte ich mich eigentlich heilen gehen, aber weil diese blöden Pfade hier so unglaublich unübersichtlich waren, hat das halt leider nicht hingehauen. Und ich glaube, Palimpalim hat eine gute Spezialverteidigung. Also ich glaube, es ist eher ein defensiv ausgerichtetes Pokémon. Das heißt, an dem könnten wir auch wieder ein bisschen sitzen. Ah, zwei Angriffe reichen trotzdem. Sollten zumindest reichen. Weil der erste Angriff hat über 50% deiner Lebensleiste abgezogen. Ja. Okay, tschüss Palimpalim. So, dann kann ich jetzt halt, konnte ich jetzt halt nicht offscreen heilen gehen, bis wir es halt in der Aufnahme machen, ist ja auch nicht das große Problem. So, hier, weil man kann hier leider nicht zurück, habe ich eben schon ausprobiert. Man kann immer nur hin. Das ist vor allem, wenn man sich heilen gehen möchte, ein bisschen nervig. Wir können jetzt schon zur Arena-Leiterin anscheinend. So, welcher Weg ist jetzt der richtige? Der rechte oder der linke? Es ist jetzt doch wieder raten, oder nicht? Ich will zurück zum Eingang. Ich will mich heilen. So, da komme ich zu dem Trainer, den ich noch nicht gemacht habe. Ich möchte mich, wie gesagt, heilen gehen. Und da waren wir hier ganz richtig. Wir können jetzt auch zur Arena-Leiterin nach oben, indem wir den geraden Weg oben nach oben fahren. Ja, wir fahren den geraden Weg oben nach oben. Da können wir auch schon zum Arena-Leiter, aber dann würden wir zwei Trainer auslassen. Und da habe ich jetzt keine Lust drauf. Also machen wir die beiden jetzt natürlich erst noch. Und dafür muss ich erstmal hier lang. Dann hier aktivieren. Dann hier runter. Und wieder hier lang. Oh. Zum Glück dauert das nicht lange, wenn man hier erstmal raus ist, der Arena. So, die beiden, die da in der Mitte stehen, die haben wir beide noch nicht. Zu der geht es aber auch nicht hin, sondern nur zurück. Doch, zu der kommt man so hin. Alles klar. Das ist eine optionale Trainerin, muss man nicht mitnehmen. Ich meine, die anderen konnte man rein theoretisch auch auslassen, aber diese hier sind wirklich ganz versteckt. Da muss man schon irgendwelche Spezialwege nehmen, um da hinzukommen. Dafür haben sie aber auch weiterhin Pokémon, die hier nicht vorgekommen sind. Also bislang kein einziges Pokémon doppelt. Finde ich cool. Finde ich gut. Mit Abstand abwechslungsreichste Arena dieses Spiels. Und damit auch die mit Abstand beste Arena bislang in diesem Spiel. Groink, bislang wirklich noch kein einziges Pokémon-Doppelt vorgekommen. Großen Respekt. Die gefällt mir. Und ich weiß, welche Pokémon die Arena-Leiter hatten. Die waren damals extrem enttäuschend. Weil ich da die absoluten Hammer-Pokémon erwartet hatte. Oh. Können wir nicht einmal Glück haben und die Attacke sofort einsetzen? Jetzt können wir uns doch gleich wieder heilen gehen. Was ist denn der Scheiß? Oh Gott, bist du doof! Oh, diese Scheiß-Arena! Greif ihn jetzt an! Mann! Boah! Diese Arena ist zwar cool, aber dass jedes Pokémon eine Scheiß-Attacke kann, die dich verwirrt. Und dann echt Glück haben muss, dass deine Pokémon angreifen. Ist es schon total nervig. Also sowas von nervig. Hier, schluck das, ich habe keinen Bock wieder zur Arena zu gehen. Jetzt müssen wir jeden Kampf zur Arena gehen. Zur Arena vor allem. Zum Pokécenter oder was? Nervt schon. Nervt schon sehr stark.
Vor allem, wenn man jedes Mal diese scheiß Rätsel hier von vorne beginnen muss. So, und das war's. Hier, die, von hier aus sehen es aus, als wenn die über Kreuz gehen würden. Deswegen habe ich die untere genommen. Aber der hier oben würde uns zurück zum Eingang führen. Und der hier würde uns zum nächsten Trainer führen. Und da wollte ich halt eigentlich am Ende des letzten Parts heimgehen. Und habe mich dann für den falschen entschieden. So, irgendwie müsste ich zu dem Trainer da unten noch kommen. Vielleicht so. Ist es so möglich? Ja. So, kommen wir noch zum letzten Trainer. Und dann können wir zur Arenaleiterin und zum Arenaleiter. Sind ja Zwillinge. Okay, Kadabra. Das erste Pokémon in dieser Arena, was doppelt vorkommt. Aber wenn man sich die Psycho-Arena der ersten Generation anschaut, da kam Kadabra noch ein bisschen häufiger vor. So, weg mit dem. Und jetzt wird's eng. Wenn das nächste Pokémon eine hohe Initiative hat, dann ist unser Milo weg. Girafarig. Hm, mittelschnell. Wir sind aber eigentlich eher langsam. Sind aber auch viel Level drüber. Vielleicht haben wir Glück. Nein. Halt's irgendwie aus. Nein. Oh, jetzt müssen wir doch wieder zurück zum Pokécenter. Wir haben das Scheißrätsel gelöst. Wir müssen nur noch hochgehen. Wir müssen jetzt trotzdem wieder zurück zum Pokécenter. Ist das eine nervige Kackscheiße? Ja, das bringt nichts. Du kannst wieder nur Scheißattacken. Du kannst auch noch keine guten Attacken. Und Psycho gegen Psycho bringt auch nichts. Es ist vollkommen egal, was ich einsetze. Es ist alles Scheiße gegen Psycho. Das einzige Pokémon, was gut gegen Psycho ist, ist scheiße langsam. Und kriegt deswegen in jeder Runde einen voll auf den Deckel, sodass es halt gegen viele Pokémon keine Chance hat. Ja, setz immer deine Drachenattacken ein. Das bringt es voll gegen den Stahl-Pokémon. So. Dann wieder zurück zum Pokécenter. Ist das nicht... Einen besseren Part kann man sich nicht vorstellen, als die ersten 10 Minuten damit zu verschwenden, das Arena-Rätsel dreimal zu machen. Wenn wir wenigstens überlebt hätten mit dem scheiß Amaldo, hätten wir es jetzt noch heilen können, dann wäre ich jetzt nicht zurückgegangen. Wir hätten ja, haben ja, glaube ich, noch so 2, 3 Hypertränke. Aber nein, wir mussten ja sterben. Also das kacknervige Arena-Rätsel noch ein drittes Mal. Ist ja nicht mal ein Rätsel, man muss ja einfach nur jeden Schalter hintereinander drücken. Sieht zwar ganz cool aus, aber dass es sich jedes Mal wieder zurücksetzt, sobald man die Arena verlässt, das ist schon ziemlich, ziemlich kacke. Ja, so, dann drück jetzt den Scheißknopf. So. Und so. Und nächsten Knopf. Und so. Und den nächsten Knopf. Und so. Und den nächsten Knopf. Und so. Und so. Und so. Na, endlich. Da sind die beiden ja. Und das ist auch der einzige Arena-Leiterkampf, den es in der Pokémon-Historie gab, der gegen zwei Arena-Leiter ist und somit auch das erste Mal gegen einen Doppelkampf. Die Doppelkämpfe waren nämlich neu in dieser Generation, in der dritten. Und deswegen hat man sich gedacht, hey, warum geben wir die denn nicht gleich mal einem Arena-Leiter, was ich eine ziemlich coole Idee finde und halt bis heute einzigartig war. Die Umgebung sieht auch sehr cool aus, auch wenn das eigentlich nicht in ein Haus reinpasst. Ich meine, wir sind in einem Haus. Und sieht so aus, als wenn wir uns irgendwo, keine Ahnung, auf einem fremden Planeten befinden würden. Wir haben hier keine Wände in diesem Haus. Nur mal so als Anmerkung. Dieses Haus hat keine Wände. Von außen ist es ein ganz normales Haus, von innen hat es keine Wände. Sondern fliegende Steinbrocken. Na, bist du überrascht? Ja, hier gibt es wirklich zwei Arena-Leiter. Das ist meine Zwillingsschwester bzw. Zwillingsbruder.
Wir wissen immer genau, was der andere gerade denkt. Das nennt man Gedankenübertragung. Glaubst du etwa, du könntest dieses Duo so mir nichts, dir nichts spalten? Weiß ich nicht. Sehen wir ja gleich. Ben und Svenja. Und die setzen Lunastein und Sonnfell ein. Und das ist wirklich das Enttäuschendste an dieser Arena. Wenn man so die vorherigen Pokémon gesehen hat, da hat man sich wirklich einen richtig, richtig geilen Arena-Kampf vorgestellt mit Kadabra oder mit Gardevoir oder jetzt wäre ja auch Galagladi möglich gewesen. Oder ja, keine Ahnung, was da noch alles möglich gewesen wäre. Aber sie setzen einfach nur Sonnfell und Lunastein ein und das war's. Mehr Pokémon haben sie nicht. Das war's. Und das ist wirklich ein bisschen enttäuschend, wie gesagt. Sind zwar Psycho-Pokémon, hätten in dieser Arena auch was zu tun gehabt, aber nicht beim Arena-Leiter. Und so cool es auch ist, Doppelkampf in der Arena und so weiter und so fort, das, ja, trübt die Stimmung dann wieder so ein bisschen, weil es halt wirklich einfach, ja. Es ist Mist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass wir es One-Hitten werden. Ach du Scheiße, wir werden es noch nicht mal 4 hitten. Noch nicht mal 4 Angriffe werden reichen, um es zu killen. Es wird unser Sumpex killen. Es hatte vierfach Schwäche gegen Pflanze und das Scheißding setzt gerade Solarstrahl ein. Tschüss, Dominik. Wie haben sie überlebt? Wie scheiße bist du denn? Okay, jetzt müssen beide drauf gehen. Wir überleben das immer noch. Oh Gott, sind die schlecht. Wir scheinen schneller zu sein als Lunastein. Ernsthaft mit Solarstrahl und... Wir haben uns mit Solarstrahl und Psychokinese getroffen. Und wir überleben das einfach mal. Ja, da kannst du dich ruhig heilen, wenn du möchtest. Zornklinge wird bei jedem Einsatz stärker. Und zwar immer doppelt so stark. Wir haben es jetzt schon zweimal eingesetzt, mein Freund. Das war easy. Wie gesagt, so cool die Arena bis hierhin war und so abwechslungsreich die Arena bis hierhin war. Wir haben bis auf Kadabra keinen Pokémon doppelt gesehen. So enttäuschend war dann leider der Arena-Gleiterkampf. Den hat man leider nicht verbessert. Den fand ich damals schon enttäuschend und der ist heute leider immer noch genauso enttäuschend. Sind wir etwa doch kein so gutes Team? Ihr hättet vielleicht bessere Pokémon nehmen sollen. Du hast es geschafft, dieses Duo zu spalten. Deswegen müssen wir dir das hier geben. Wir halten den Mentalorden von Ben und Svenja. Mit dem Mentalorden gehorchen dir alle Pokémon bis einschließlich Level 80, selbst solche, die per Tausch erhalten hast. Dank ihm kannst du jetzt auch die VM-Attacke Taucher außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, das ist auch noch für dich. Die TM-Gedankengut. Wir brauchen die VM-Taucher noch. Hallo. Gedankengut kann sehr hilfreich sein, ja, ja, ja. Konzentrieren, erhöht den Spezialangriff und die Spezialverteidigung des Pokémon, das sie einsetzt. Sie ist wie gemacht für Psycho-Pokémon. Der Zusammenhalt zwischen deinem Team und dir war eindeutig stärker als das Band zwischen uns. Und das, obwohl wir Zwillinge sind. Ich sage voraus, dass du in Zukunft noch viele weitere wertvolle Freundschaften schließen wirst. Euch stehen sicher auch noch viele weitere Prüfungen bevor, aber kein Grund zur Sorge. Wenn ihr zusammenhaltet, ist keiner von euch alleine. Weder du noch deine Pokémon. Nehmt alle euren Mut zusammen und haltet zueinander, dann könnt ihr alle Probleme aus dem Weg räumen. Ja, vielen Dank für diese aufmunternden Worte. Wir werden nochmal zurückteleportiert. Und was sagst du dazu? Wow, du bist erstaunlich. Du bist ein großartiger Trainer. Ja, vielen Dank. So, gib mir jetzt bitte jemand Taucher. Oder die Welt explodiert und wir sind alle tot. Das war eine Alternative dazu. Was geht hier vor sich? Da im Meer, da kommt eine Säule aus Licht aus dem Meer. Schau nur da drüben, was passiert da in Richtung Route 128? Oh, sowas Verrücktes, einfach unglaublich. Hilfe, das ist das Ende der Welt. Alles in Ordnung, Neko? Nur keine Panik, es wird alles gut. Neko? Ich weiß gar nicht, was das ist. Was kochen denn alle? Ich bin total starr vor Schreck. Was war das eben für ein helles, grelles Licht? Es kam aus der Tiefe, stimmt's? Marcel,
Ben und Svenja haben mich wissen lassen, dass du bei ihnen in der Arena warst. Ich bin gerade rausgegangen. Wieso können die dich... Die können nicht mit dir gesprochen haben. Die sind noch drin. Ich bin gerade raus aus der Tür. Die können nicht vor mir raus sein. Und selbst wenn die ihre Gedankenübertragung haben, wenn ich das richtig verstanden habe, nur unter sich selbst, weil sie Zwillinge sind und dadurch irgendwie eine engere Bindung haben, die können das nicht bei dir per Gedankenkontrolle übertragen haben. Ich bin dann seit einer Sekunde raus und die haben dir schon mitgeteilt, dass ich in der Arena war. Ich wollte dir eigentlich einen Besuch abstatten, wenn du schon in der Gegend bist, aber dann ist diese Sache passiert. Verstehe. Komm erstmal mit mir nach Hause. Wir haben ja Zeit. Komm erstmal nach Hause. Willst du einen Tee haben? Vielleicht explodiert ja gleich noch mehr. Kein Problem. Dieses Mal bescheidenes Zuhause, war ich schon drin. Ja, ich weiß, es ist recht leer und versprüht nicht gerade viel Scham. Deshalb habe ich auch nur selten Besuch. Aber lass uns nicht lange um den heißen Brei herumreden. Halten wir doch mal genau fest, was hier eigentlich vorgefallen ist. Dieser Erdstoß eben und dann noch dieser oben betäubende Lärm. Das sind zwei eindeutige Zeichen dafür, dass das Siegel tief unten im Meer aufgebrochen wurde. In einer seit langem versiegelten Höhle am Meeresgrund nahe Route 128 ruht ein urzeitliches Pokémon. Das Siegel am Eingang zu dieser Tiefseehöhle entstand mithilfe der Kraft eines bestimmten Pokémon, doch durch die Arglist einer Gruppe von Schurken scheint der Band des Siegels nun gebrochen worden zu sein. Worauf diese Schufte es abgesehen haben, liegt auf der Hand. Sie wollen das urzeitliche Pokémon erwecken und seine Kräfte für ihre eigenen Schandtaten missbrauchen. Marcel, geraten das urzeitliche Pokémon und seine besonderen Kräfte in die Hände dieser Gauner, würde das natürliche Gleichgewicht der Welt gestört. Unser Planet und alles Leben darauf wären somit unvorstellbaren Gefahren ausgesetzt. Es ist meine Pflicht, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um das drohende Unheil abzuwenden. Doch allein bin ich nicht stark genug, deshalb möchte ich dich bitten, gemeinsam mit mir gegen die Schurken von Team Aqua und Magma zu kämpfen. Von Team Aqua und Team Magma? Team Aqua hat auch bislang noch gar nichts gemacht. Die waren einmal da, einmal auf dem Berg und haben halt versucht, die Magma aufzuhalten. Egal. Legen wir ihnen ein für alle Mal das Handwerk. Doch besteht ein letztes Fünkchen Hoffnung, bis wir diese auf den ersten Blick aussichtslose Situation unbeschadet überstehen. Dies möchte ich dir anvertrauen, die VM Taucher. Was für ein Wunder. Hätte ich mir schon was gedacht jetzt. Die VM Taucher lässt sich in Begleitung eines Pokémons bis auf den Meeresgrund hinabtauchen. Und damit du auch dort an der Seite deines Pokémons bleiben kannst, gebe ich dir noch das hier. Das Devon-Atemgerät. Hey, es wird logischer. Vorher konnten wir einfach mal so unter Wasser atmen, jetzt nicht mehr. Setze die VM-Taucher irgendwo auf Route 128 ein. Von dort aus solltest du zum Eingang der Tiefseehöhle gelangen können. Sobald ich meine Aufgabe hier erledigt habe, folge ich dir. Halte du bislang bitte nach Team Aqua und Team Magma in Schach. Ich verlasse mich auf dich. Jo, danke, ciao. Und weil wir so viel Zeit haben, können wir uns eigentlich auch erst nochmal die Taucherstelle auf der anderen Route anschauen, auf der wir bereits waren. Also erstmal hier heilen. So, der Part hier dauert ja eh noch ein bisschen, das ist die Urzeithöhle, können wir uns auch etwas später angucken, wahrscheinlich im nächsten Part. Denn auf Route 128 waren wir auch noch nicht und so. Es ist alles wieder still hier, ist gerade eine riesige Explosion gekommen und irgendwas ist aus dem Boden geschossen, aber interessiert keinen. Alle wieder friedlich, alles wieder schön. So, jetzt gehen wir am besten erst doch mal in die Tiefseehöhle, mit der wir da oben waren. Wie ist die Tiefseehöhle? Ne, Küstenhöhle hieß die, glaube ich, ne? Ist ja auch egal, da gehen wir auf jeden Fall hin. Weil da sah es so aus, als wenn man da mit dem Taucher noch weiterkam. Ich bin schon wieder dran vorbei, wo ist es denn? Top-Schutz, Superschutz meine ich natürlich, wir sind im falschen Ding, da ist Superschutz, so. Ein erneuter Besuch in der Höhle, den wir uns im letzten Part bereits am Anfang rumgetrieben haben. Einfach, weil wir noch keinen Küstensalz und noch keine Hängebrücke erreicht haben. Die es da beide wohl zu geben gibt in dieser Höhle. Also Küstenschein haben wir jetzt bereits gefunden. Küstensalz fehlt uns ja noch. So, ich muss jetzt erstmal einen Pokémon-Taucher beibringen. Und da wir momentan nicht wirklich viele Alternativen dafür haben, aber die Attacke auch relativ stark ist, ist es eigentlich vergleichbar mit... Ja, eigentlich ist es genau dieselbe Attacke wie Schaufler, nur vom Typ Wasser. Braucht zwei Runden und zieht 80 ab und ist physisch.
Und natürlich wesentlich besser für ein physisch angreifendes Pokémon als Aquaknarre. Also haben wir endlich eine sinnvolle Wasserattacke. Auch wenn Kaskade noch besser ist, weil es keine zwei Runden braucht und ein gegnerisches Pokémon zurückschrecken kann. Ich frage mich, wie man da durchkommt. Ich glaube, ich weiß, wie man da durchkommt. War das nicht so, dass es in dieser Höhle Ebbe und Flut gab? Und wenn Flut ist, so wie jetzt? Dann kommt man halt nur an die Küstenschalen. Und wenn Ebbe ist, dann kommt man an das Küstensalz. Ich glaube, so war das tatsächlich. Ah, ja, 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 das ergibt Sinn. So war das auch tatsächlich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Also wir müssen eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Wir sind jetzt ja gerade mittags und mittags ist, glaube ich, immer Flut. Nachts, glaube ich, auch. Ich glaube, mittags und nachts ist Flut. Morgens und abends ist Ebbe. Irgendwie so war das. Kann mich auch komplett vertun, aber ich meine, so war das. Und halt nur bei der Flut kommt man an die Sachen, an die wir jetzt gerade gekommen sind, an die Küstenschalen. Und bei Ebbe kommt man an das Küstensalz. Und deswegen kommen wir auch nicht da unten durch den Höhleneingang durch, weil hier momentan noch die Flut reingekommen ist, diese Höhle. Deswegen fand ich diese Höhle immer so cool. Weil es ja halt wirklich Ebbe und Flut gibt. So. Wir haben ja auf der Route, auf der wir vorhin waren, eine Taucherstelle gesehen. Und die nehmen wir natürlich mit. Bevor wir uns auf den Weg machen Richtung Urzeithöhle. Ja, bitte Schutz einsetzen, danke. Und zwar ist die Urzeithöhle nicht hier. Ich habe ja schon wieder Mist. Ich meine natürlich die Taucherstelle. Die war... Hä, wo sind wir denn jetzt? Waren wir hier vorhin schon? Route 126, Karte. Ne, hier waren wir noch nicht. Da unten ist nämlich noch eine neue Stadt. Aber eigentlich will ich hier noch gar nicht sein. Gibt es hier denn viele Trainer? Hier gibt es auf jeden Fall eine riesige Taucherstelle. Gott, ist das eine riesige Taucherstelle! Ach, ich erinnere mich, dass hier in der Mitte ist eine neue Stadt. Und um diese Stadt zu betreten, kann man, glaube ich, nur durch diese Taucherroute da. Und diese Taucherstelle befindet sich rund um diese Stadt herum, denn diese Stadt befindet sich quasi in diesem Berg. Also in diesem Berg wurde quasi eine Stadt errichtet. Und um diesen Berg reinzukommen, kann man halt nur mit Fliegen oder mit Taucher rein. Das heißt, alle Leute, die da drin wohnen und keinen Pokémon haben, was Fliegen oder Taucher kann, sind darauf ewig eingesperrt in dieser Stadt. Die werden da niemals rauskommen. Hier haben wir ein Ixbat. Eines meiner Lieblings-Pokémon auf jeden Fall. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Und ist auch ziemlich stark, deswegen mag ich es. Und es hält sogar ein Katapult aus. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Horrorblick ist jetzt ziemlich doof, mein Freund. Weil ich dich jetzt killen werde. Du hättest vielleicht nochmal eine andere Attacke einsetzen können. Und hoffen, dass du einen Volltreffer hast. Dann hättest du uns nämlich noch killen können. Aber Horrorblick bei einem Pokémon, was eine sehr effektive Attacke gegen dich kann, ist schon ziemlich doof. Na gut, ich wollte ja in diesem Part eh noch nicht in die Urzeithöhle. Bedeutet, wir können uns in diesem Part auch noch um die Trainer hier kümmern, die ja alle rundherum verstreut sind. Da ist noch ein weiterer Ast-Trainer auf dem Wasser. Da müssen wir uns um die nämlich später auch nicht mehr kümmern. Ein Vibraha. Ist Vibraha schon Typ Drache Boden? Ich glaube ja. Und somit haben wir eigentlich wirklich was gegen das Ding. Wir können ja mal Steinkante einsetzen. Sandsturm bringt ja nicht viel, wir sind vom Typ Stein. Und Pokémon vom Typ Gestein, Boden und Stahl werden von Sandsturm nicht getroffen. Ist auch nicht sehr effektiv, aber trotzdem fast down. Eine Käferattacke bringt gegen uns auch nichts. Also du bist nicht der schlauste Vibraha. Aber du siehst trotzdem cool aus. Oh, ein Rizeros. Ich glaube, da müssen wir wechseln. Zum guten Dominik. Er ist ja auch vom Typ Boden. Das heißt, er wird auch nicht vom Sandsturm getroffen. Er wäre aber auch nicht vom Sandsturm getroffen worden, da wir Folgendes einsetzen.
Taucher. Und ciao. Endlich eine physische Wasserattacke. Da habe ich lange drauf gewartet. Und endlich können wir es einsetzen. So. Da ist noch ein Trainer. Komm her. Ein Kapaloris. Zum Glück haben wir da eine Schwäche gegen, nämlich Käfer. Käfer und Flug ist sehr gut gegen Kapaloris. Ich glaube, Käfer habe ich beim letzten Mal vergessen aufzusagen. Und Gift ist auch sehr effektiv. Das ist der Nachteil an Pflanzen-Pokémon. Die haben sehr, sehr viele Schwächen. Die haben eine Eisschwäche, die haben eine Feuerschwäche, die haben eine Käferschwäche, die haben eine Flugschwäche. Pflanzen-Pokémon haben sehr, sehr viele Schwächen. Und auch wenn die Feuerschwäche durch den Wassertyp mit aufgehoben wird, heißt es halt nicht, dass es dadurch wenig Schwächen hat. Weil halt nur eine von den Schwächen aufgehoben wird. Eis ist auch noch eine Schwäche von dem Kram. Ah, warte. Der Weg nach Xeneroville verläuft durch die Tiefen des Meeres. Ja, da kann man nämlich erst mit Taucher rein. Wir haben jetzt Taucher. Die Frage ist, wie wollen die uns denn jetzt aufhalten? Also wie genau verhindern die, dass wir jetzt schon in die Stadt reinkommen? Weil in dieser Stadt befindet sich, Achtung, Spoiler, die letzte Arena. Und die ist ja eigentlich erst, die soll man ja eigentlich erst betreten, sobald man das Story-Finale abgeschlossen hat. Und deswegen frage ich mich, wie die jetzt verhindern wollen, dass wir da jetzt schon rein können. Wahrscheinlich wird unter Wasser dann wieder, wo normalerweise der Eingang ist, jetzt irgendwer drinstehen und sagen, ich muss hier was untersuchen. Oder irgendwie sowas. Ist ja meist so. Ja, setzt du mal Regentanz ein. Vergeude du mal die Runde, die du hättest, um uns Schaden zu machen. Dann ballern wir dich halt weg. So. Level 42. Und dann mal nochmal Level 46. Und Kreuzschere. 80 Stärke. 100% Genauigkeit. Zum Vergleich, Zornklinge zieht halt nur 40 ab. Aber mit jedem Treffer zieht es doppelt so viel ab. Das heißt, wenn wir zweimal treffen, zieht schon 80 ab und danach, oder kriegt es immer 40 dazu. Ich glaube, es ist immer doppelt so viel. Danach dann 160, danach dann 320. Die Attacke ist sau stark. Deswegen möchte ich die Zornklinge eigentlich nicht verlernen, aber man muss halt erstmal zwei Runden damit angreifen. Da Maldo langsam ist, kriegt auch auf jeden Fall zwei Gegentreffer rein und muss die erstmal aushalten. Schwierige Wahl, und da wir Schlitzer nicht brauchen, mache ich Schlitzer weg. So, ist glaube ich doof, dass wir jetzt zwei Käferattacken und zwei Steinattacken haben. Wir sollten eigentlich ein bisschen ausgeglichen mit unserem Moveset sein, aber ich kann mich halt einfach nicht entscheiden zwischen Kreuzschere und Zornklinge, deswegen lasse ich erstmal beides drin und entscheide mich dann später. So, hier ist noch ein Trainer. Und ich glaube, links war noch einer. Und dann können wir uns hier nochmal diese Taucherbereiche anschauen und gucken, wie die verhindern wollen, dass wir da durch rein können. Und dann können wir uns den anderen Taucherbereich noch angucken und beim nächsten Mal machen wir uns dann auf die Suche nach der Urzeithöhle. Oh Gott. Eis ist zum Glück nur normal effektiv. Wasser wäre sehr effektiv gewesen, mein Freund. Und da hättest du auch eine Step-Attacke gehabt. Wäre für dich, glaube ich, schlauer gewesen. War hier noch ein Trainer oder war hier keiner mehr? Ja, Schutz. Der Part wäre jetzt eigentlich vorbei. Aber den Trainer hier nehmen wir noch. Dann müssen wir das, wie gesagt, nachher nicht mehr machen. Dann haben wir diese Wasserroute hier nämlich auch schon abgeschlossen. Dann haben wir nämlich die schon mal drei große Wasserrouten abgeschlossen. 125, 126 und ich weiß gar nicht, war die Route um die Stadt herum oben schon Route 127? Dann haben wir die nämlich alle weg. Kreuzschere hat es ordentlich drauf. Enteron. Ist der Typ Wasser Psycho oder ist er nur Typ Wasser, kann aber Psychoattacken lernen? Ich glaube, er ist nur von Typ Wasser, kann aber Psychoattacken erlernen. Ich kann mich auch irren. Problem ist, Wasserattacken sind sehr effektiv gegen uns und killen uns. Verdammt. Da wollte ich wieder zu viel.
Also er kann auf jeden Fall Psychokinese und so ein Kram erlernen, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob es auch wirklich von Typ Wasser Psycho ist. Oder ob es halt einfach nur Psychoattacken lernen kann. Weil halt auch schon Sterndu und Starmie schon von Typ Wasser Psycho sind, dann hätte man in der ersten Generation 2 Stück davon gehabt. Weiß ich nicht so genau, ob man das getan hat oder nicht. Ich meine, gut, mit Austoss und mit Yugong hat man auch 2 Wasser-Eis-Pokémon und mit Amoroso und Kabutops hat man auch 2 Wasser-Stein-Pokémon. Also so wichtig hat man es da mit der Attackenvielfalt auch nicht genommen. Ich weiß noch, als ich damals als Kind den Eingang zu diesem blöden Berg hier gesucht habe und keinen gefunden habe. Hier ist natürlich der Eingang. Und die Taucherrouten sehen echt cool aus. Oh, vor allem, weil hier Hibiskus rumschwimmt. Oh, ist das ein Perlo? Cool. Hier gibt es also Perlo zu fangen. Hier haben wir Hibiskus. Hier unten gibt es auch Lampi zu fangen, unter anderem. Oh, was ist das? Ach, du bist ein Taucher. Oh, hier gibt es auch Trainer unter Wasser. Konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es auch Trainer unter Wasser gab. Schade, dass unser Amaldu jetzt schon down ist. Das wäre hier gut gewesen, aber auch unser Dominik kann eine Steinattacke. Und der ihn einfach mal wegkloppt. Unser Part ist wie gesagt eigentlich vorbei, aber ich glaube, heute machen wir nochmal ausnahmsweise einen Überlängen-Part. Einfach, weil es sich gerade anbietet. So, wir vergraben uns einfach mal unter Wasser. Ich meine, wir haben so ein Atemgerät, alles klar. Und so ein Päckchen Wasser-Pokémon, auch alles klar. Aber was machen andere Nicht-Wasser-Pokémon hier unter Wasser? Die würden doch ersaufen, oder nicht? Ist das nicht so? Würden die nicht ertrinken hier unter Wasser? Wir haben ja nicht 6 Atemgeräte bekommen, sondern nur 1. So, hier kann man wieder auftauchen. Und das bedeutet, wir würden hier jetzt an einem Ort auftauchen, der normalerweise nicht betretbar gewesen wäre, weil er hier abgegrenzt ist von diesen Steinen. Und damit kommen wir hier zu einem Geheimversteck. Nur ein Geheimversteck? Mehr ist da nicht? Das ist auf jeden Fall die geheimste Geheimbasis, die wir bislang gefunden haben. Ah, und ein Trainer. Oh Mann, sind echt doch viele Trainer hier. Durch diese Taucherabschnitte sind die Wasserrouten halt doch noch ein bisschen vergrößert. Aber egal, die Taucherabschnitte gehören ja meiner Meinung nach auch nicht wirklich zu den Wasserrouten dazu, weil sind ja wirklich eigenständige Bereiche, die halt wirklich einzigartig für die 3. Generation sind. Gab es halt danach nie wieder solche Taucherrouten. Und somit haben sie durchaus mehr als nur eine Existenzberechtigung. Oh nein. Dominik, du hast es echt mit Verwirrung, oder? Und mit Paralysen. Oh. Können wir ihn nicht einfach umbringen? Danke. Also unter Wasser gibt es, glaube ich, Lampi Relikant. Und Libiscus. Und Perlu zu fangen. Das sind, glaube ich, die Pokémon, die es unter Wasser gibt, in den Unterwasserrouten. Wobei Relikant das seltenste ist. Obwohl es ziemlich hässlich aussieht und ziemlich wenig kann und sich auch nicht weiterentwickeln kann, ist es halt eines der seltensten Pokémon, weil es halt so ein urzeitliches Pokémon sein soll und so ein Kram. Deswegen ist das halt das Special-Pokémon, was man so in Unterwasserrouten finden kann. Ansonsten ist Lampi halt sehr interessant von der Typkombination. Nein, danke. Es ist halt vom Typ Wasser-Elektro und somit glaube ich auch das einzige seiner Art. Und ist halt somit, wie gesagt, doch durchaus interessant. Ist jetzt nicht die beste Typkombination, aber sie ist einzigartig. Und deshalb mag ich sie. Und wenn wir nicht schon so viele andere Pokémon hätten, wenn es nicht schon so viele andere Wasser-Pokémon hier gäbe, dann würden wir das eventuell sogar mitnehmen. Da ist noch eine Taucherstadt. Oh Gott. Möchte ich das wirklich alles noch in diesem Part machen, oder mache ich das... Ich glaube, hier tauchen wir jetzt noch auf. Schauen uns noch an, was es hier gibt und den Rest dieser Tauchersachen machen wir dann im nächsten Part. Das dauert sonst einfach zu lange.
Okay, dieser Taucherabschnitt grenzt direkt an einen weiteren Taucherabschnitt an. Also durch diese Taucherfähigkeit werden die Routen echt groß erweitert, wie ihr seht. Und wo führt jetzt dieser Taucherabschnitt denn hin? Sag mir mal kurz, was du für ein Pokémon bist. Du bist ein Relikant, alles klar. Da was gesehen ist, das hier gibt, vielleicht ist es auch nicht mehr so selten wie damals. Ich glaube, damals war es das seltene Pokémon. Ich kann mich auch vertun. Kann auch sein, dass es damals auch noch nicht selten war. So, hier gibt es ein weiteres Geheimversteck und ein Grünstück. Denn diese Grünstücke, die Puppestücke, die Indigo-Stücke und die Gelbstücke, die gibt es meistens am Ende von solchen Tauchsektionen. Also die sind eigentlich alle nur per Taucher erhältlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwo eins so gab. Also da kann man halt dann die Blattsteine, Elektrosteine, also Donnersteine, Feuersteine und Wassersteine herbekommen. Und wir begeben uns jetzt nochmal zurück zum Haupttauchareal. Und den Rest von dem Taucherabschnitt, den erkunden wir beim nächsten Mal. Und dann machen wir uns auch auf den Weg zur Urzeithöhle. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal, ich hoffe, ihr habt Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.